denn? Ich will mich da hinsetzen. Ich möchte aber mit auspacken. Ich denke, oh, hallo. Hallo, ihr lieben Kaninchenliebhaber. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute wird wieder ein weiteres Türchen geöffnet. Und wie ihr seht, also eigentlich wollte ich mich nicht so hinsetzen, aber irgendwie will Praline nicht so ganz ihren Platz räumen. Deswegen musste ich mich um sie herum setzen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim jetzigen Video. Und wie ihr seht, haben wir ein schönes Päckchen bekommen. Und zwar von der lieben Romina, von Rominas Tierwelt. Au! Nicht mich knabbern, hast du gehört? Du kleines, freches Ding. Von Rominas Tierwelt. Und ja, jetzt gucke ich mal, was da so Schönes drin ist, wenn Praline mich nicht auffrisst. Lass das. Entschuldigung, aber du sitzt mitten im Weg. Viel Spaß. Damit ich in Ruhe das Tauschpaket auspacken kann, habe ich jetzt mal ein bisschen Grünkohl besorgt, damit Praline so ein bisschen abgelenkt ist. Und Tomte, also Two-Face sitzt hier hinten in der Ecke, den seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber der wird jetzt gleich vielleicht auch kommen, wenn es lecker lecker gibt. So, komm mal her. Komm her. Ja, da lecker lecker. So. Und das lege ich jetzt hier vorne hin. Ein bisschen Salbei ist auch noch mit bei. So. Und jetzt kann ich das Tauschpaket endlich öffnen. So, also da ist auf jeden Fall erstmal ein kleiner Brief drin. Hallo Wiebke oder auch die Hasenbande. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Hatte leider kein weihnachtliches Geschenkpapier zu Hause, daher habe ich es in Zeitung eingepackt. Freue mich auf das Video, wünsche euch schöne Weihnachten. Liebe Grüße, Romina von Rominas Tierwelt. Okay, also im Endeffekt finde ich tatsächlich Zeitungspapier gar nicht mehr so schlimm. Denn erstens wird es dann wiederverwendet und es ist jetzt auch nicht so mega umweltschädlich wie jetzt normales Geschenkpapier. Ich muss leider gestehen, dass ich mein Paket in Geschenkpapier eingepackt hat. Eigentlich, ne, also das meiste Geschenkpapier ist halt nochmal zusätzlich mit so einem Plastikzeug überzogen. Deswegen, naja, kann man es halt auch nicht mehr ins Altpapier packen. Holi, ich muss ja leider das Tor aufhaben. Und Holi meint immer, dass die anderen leckeres, besseres Futter haben als sie, ne? Haben aber genau das gleiche Futter. Okay. Also Geschenkpapier nicht ins Altpapier packen, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also vieles ist halt leider nicht nur Papier, sondern halt oftmals auch mit Plastik überzogen. Gut. Okay, also das Päckchen ist schön gefüllt. Und dann bin ich jetzt mal ganz gespannt, was drin ist. Ich glaube, das hier ist nur... Das ist, glaube ich, nur... Damit das Ganze nicht umherfliegt. Haben jetzt die Dicken ein bisschen Spaß. Wobei, Holly hat sich gerade hingelegt und Clean ist am Futtern. Möchtest du mit auspacken? Ja, natürlich, das habe ich doch jetzt schon fünfmal. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht, aber Praline, die sitzt hier direkt bei mir. Sie lenkt mich ein bisschen ab, muss ich sagen. Okay, dann gucken wir mal als erstes. Was nehmen wir denn? So, Knochen. Lecker. Ich glaube, das ist nicht für die Kaninchen. Aber ich packe es trotzdem mal aus. Tada! Oh, das sieht aber lecker aus. Also für Hunde. Ein Schinkenknochen. 100% Schweineknochen. Das sieht sehr gut aus. Nichts drin, nur ein Schweineknochen mit einem bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen Fleischresten dran. Sehr, sehr schön. Ich mag ja gerne so Futter, was überhaupt nicht groß irgendwelche Zusätze oder so hat. Und auch für Hunde. Also von daher, da wird Bakane sich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank dafür. So, ich packe den mal dahin. Da muss ich nämlich keine Angst haben, dass der gefressen wird. Und die Zeitung legen wir mal dahin. Okay, nächstes Paket. Ja, klar. Na, auf Knochen habe ich nicht so das nächste an. Das hier zum Beispiel, das ist gut für die Zähne, Praline. Ja, das ist gut für die Zähne. Sollen wir uns das mal angucken? Ja, klar. Gucken. Bin mal gespannt, ob es gut für eure Zähne ist oder gut für Hundezähne. Ich muss mich übrigens noch ein bisschen bücken, damit ich ganz drauf bin auf der Kamera. Also sollte ich gleich mal ganz weggeschnitten sein, dann wisst ihr warum. Dann sitze ich wieder gerade. So, was ist das denn hier? Aha, ein Kauknochen für Hunde. Der sieht ja witzig aus.
Das sieht man jetzt hier nicht, aber der hat so eine ganz lustige Form. Im Endeffekt, der ist auch von Dena. Wir haben leider bei uns gar keinen Dena. Würde ich gerne mal hinfahren. Sehr schön. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das Bakari gerne mag. Fördert die Zahnpflege. Leg ich auch mal da vorne hin. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber kann ja gleich nochmal eine Nahaufnahme von allem machen. So, das nächste. Da steht drauf, kann man immer gebrauchen. Da bin ich aber gespannt, was das ist. Ja, das kann man wirklich immer gebrauchen. Das gute alte. Na, kriegst du das raus? Ja. Die gute alte Löwenzahn- und Ringelblumenmischung von DM. Die holen wir uns öfters. Finde ich auch sehr gut. Sehr schön. Was ich übrigens auch gut finde, ist, dass hier hinten drauf steht, dass zur Belohnung oder als Zwischenmahlzeit steht da drauf. Also es ist halt, wird halt nicht als Hauptfutter deklariert, ne? Du packst nicht zu langsam aus. Ja, ich glaube, Paralina möchte das nächste Paket öffnen. Uiuiui. Hallo. Und hier steht auch drauf, halten Sie mal ausreichend Trinkwasser bereit. Finde ich auch gut. Ne? Sollen wir das nächste öffnen? Ich glaube, sie fängt schon an. Ich glaube, sie riecht schon irgendwas Leckeres. Kann das sein? Welches sollen wir denn öffnen? Das hier? Pinkel mir da nicht rein. Nimm das hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber sie hat gerade wirklich schon dran geknabbert. So. Da steht drauf mit Blüten. Die Verpackung sieht ja cool aus. Ist mir egal, was die da auspacken. Hauptsache, ich hab hier was zu essen. Und hoffentlich nimmt so ein Leckerli aus unserem Gehege raus, Mann. Das sieht ja schön aus. Kräuterwiese. Blumig frischer Mix aus Sonnenhut, Spitzwegerich und Blüten. Sonnenhut, super. Also Sonnenhut ist ja richtig gut. Auch gerade wohl bei Schnupfen oder bei Schnupfern. Ne? Und 40% Sonnenhut, perfekt. Also sehr schön. Das ist gut für meinen süßen kleinen Two-Face. Der sitzt hier vorne, den seht ihr leider gerade nicht. Nee, ja, 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 ja. Das ist für dich. Nee, ist auch gut so, dass er mich nicht sieht. Sehr schön. Ja, der schnüffelt gerade am Salbei. Ich hoffe, dass er den frisst. Aber jetzt, ja, so ein bisschen knabbert er dran. Der kriegt immer so Atemkräuter für seinen Schnupfen. Aber so ganz, ganz toll findet er das auch nicht. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, werde ich auf jeden Fall direkt gleich mal ausprobieren, den ein bisschen geben. Sehr schön. Und kenne ich auch noch gar nicht. Wie gesagt, Dena gibt es bei uns leider nicht. So. Au, Praline. Sitzt sich vor ihrem Häuschen und das mag sie gar nicht. Die bist du ganz schön frech. Ja, wenn du mit deinem Popo meinen Notausgang blockierst. Einmal das nächste. Das nächste, da steht drauf Fleisch. Muss ich nur gucken, dass... Ups, Entschuldigung. Ja, du hast mich gerade auch gezwickt. Dann darf ich dich auch mal kurz zur Seite schieben. Jetzt muss ich nur gucken, dass Tomte nicht rüber zu den Dicken springt. Ja? Ja. Vorsicht. Jo. Das ist nichts für euch. Das ist für Hunde. Von Rinti. Wenig Fett und ohne Zucker. Perfekt. Sehr schön. Mit der Echtfleischgarantie. Schoko-Lammstreifen. Ausschließlich aus frischem, magerem Lammfleisch. Also da wird Bakari auf jeden Fall sehr verwöhnt. Sehr, sehr schön. Im Endeffekt finde ich total toll, dass Romina hier immer draufgeschrieben hat, was ungefähr drin ist. Das habe ich leider nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Aber irgendwie ist das natürlich dann auch mehr Überraschung. Ne? Sitzt hinter mir, Praline. Ich habe Angst, dass die mir gleich auf die Schulter springt. Die krabbelt nämlich gerne auf mir herum. Ja, sehr schön. Da wird Bakari sich auf jeden Fall freuen. Ja, jetzt kommt noch was. Oh, das ist ein bisschen schwerer. Ah, das ist das, was ich glaube, was es ist. Ja, fast. Das ist auf jeden Fall von Dena. Und das ist eine Gemüseflockenmischung. Holi, lass das. Nein. Geht jetzt da schon dran. Weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Sehr schön. Da sind drin Erbsenflocken, Ackerbohnen, Karotten und rote Beete.
Sehr schön. Wobei ich meinen noch nie Ackerbohnen gegeben habe. Aber kann man ja ganz vorsichtig geben. Bin mal gespannt. Okay. Sehr schön. Jetzt ist hier noch ein ganz großes drin. Ich bin schon auf ein bisschen aufgegangen. Heu auf einer etwas anderen Art. Okay. Oh, ich sehe schon. Da sind Äpfel und Ringelblumen drin. Oh ja, das sieht man sie. Sieht ja gut aus. Ich mache ja immer den Geruchstest. Bei Heu. Riecht auf jeden Fall richtig gut. Sehr schön. Schon geerntet im Alpenvorland. Sehr schön. Na, das würdet ihr doch gerne futtern, oder? Im Übrigen hat sich Tomte gerade hier im Haus wieder gemütlich hingelegt, dass du siehst. Dem ist das auch so egal, wenn man im Gehege irgendwas macht. Mach bitte die Kamera aus. Das interessiert denn irgendwie nicht so richtig. Ja, sehr schön. Guck ich mal, ob ich jetzt hier irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das war alles. Sehr schön. Ich pack mal den Karton weg. Zip. Kann man hier so aufbauen. Können die noch ein bisschen dran spielen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich das hier alles aufbare. Ich glaube schon, ne? So. Ja, das hier sind nochmal alle Sachen. Also wie gesagt, also die Kräutermischung hier aus dem DM, die kenne ich natürlich auch. Die holen wir auch übrigens öfters. Aber was ich, also alles andere kannte ich nicht. Besonders toll finde ich natürlich hier diese Kräuterwiese. Also da bin ich ganz gespannt. Aber die werden die auf jeden Fall futtern. Das ist so mein Highlight, weil ich liebe auch diesen Sonnenhut, weil der wirklich, also man merkt richtig, wenn Two-Face irgendwas mit Sonnenhut frisst, dann wird es mit seinem Schnupfen auf jeden Fall viel besser. Deswegen bin ich immer ganz dankbar, wenn ich solche Produkte finde. Leider gibt es bei uns ja keinen Dehner, aber vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, Bakari sehen wir jetzt erstmal die nächsten paar Tage nicht, aber wenn wir ihn das nächste Mal sehen, dann werde ich ihm auf jeden Fall eins von den Sachen mitbringen. Vielleicht kriegt er auch eins davon erst zu Weihnachten. Mal schauen. Und ja, wie gesagt, also das Heu auch super cool. Ich denke mal, ich werde das denen auch gleich geben. Ich werde sofort etwas nehmen. Riecht das auch schon. Lecker. Die ist gerade voll. Ich glaube, die riecht jetzt die Apfelringe. Die ist gerade voll so. Ah, da ist was drin. Gib es mir. Gibt's gleich. Ja, und wie gesagt, Romina hat natürlich von mir auch ein Paket bekommen. Das findet ihr natürlich auf ihrem Kanal. Und der Adventskalender geht jetzt natürlich weiter. Und morgen erwartet euch dann Kaninchenstar mit dem nächsten Türchen. Also geht auf jeden Fall morgen auf ihren Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Türchen. Bis bald. Also ich muss mal sagen, das sind echt tolle Geschenke. Das ist fast wie Weihnachten. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne weihnachtliche Zeit. Und jetzt macht das hier bitte auf. Danke.